So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen. Seit Ewigkeiten. Mal wieder zu einer neuen Folge Resident Evil 2, Folge 30 mittlerweile. 30 wunderschöne Folgen begleiten wir nun schon dieses Spiel, sind jetzt gerade immer noch bei der Leon-Kampagne und ich habe seit Wochen kein Video aufgenommen. Irgendwie hatte ich in letzter Zeit nicht so den Trieb, ein paar Videos zu machen. Ich brauchte mal eine Pause von dem Kram. Aber habe jetzt wieder Lust gefunden, hin und wieder mal eine Folge aufzunehmen. So richtig regelmäßig werde ich das in Zukunft nicht mehr schaffen. Dafür hat sich hier zu viel getan mit dem Einzug meiner Freundin und so weiter. Da hat man nicht mehr so krass viel Zeit für dieses ganze regelmäßige Aufnehmen. Aber ich werde es so gut wie möglich machen und in Zukunft wieder mehr Videos produzieren, als es in der letzten Zeit der Fall war. Weil in der letzten Zeit habe ich ja eigentlich fast gar nichts mehr gemacht. So, Resident Evil 2, Freunde. Ich habe echt hardcore den Faden verloren. Ich habe jetzt auch nicht extra nochmal in die letzte Folge reingeschaut. Ich bilde mir ein, wir haben jetzt das Elektroteil, ne? Da müssen wir, glaube ich. Da müssen wir, glaube ich, das im Gefängnis unten einsetzen, ne? Aber wie kamen wir da hin? Polizeistation. Tiefgarage. Hier sind wir gerade, wenn wir da hier die Dings hochgehen. Leichenhalle. Zellen. Ich glaube hier. Türschaltschrank. Da müssen wir dieses Elektro-Ding einsetzen. Oder? Ja. Wir haben das hier irgendwo hier hinten gefunden, glaube ich. Wir müssen das jetzt hier einsetzen, um dann an die Garagenschlüsselkarte zu kommen, oder? Ich glaube, das war der Plan. Ich glaube, das war der Plan. Wenn ich noch Heilung haben wir noch einstecken, ein bisschen Munition. Messer für den Notfall. Okay, wir haben hier oben haufenweise Hunde. Was ein bisschen semi-geil ist, aber. Ich versuche mich hier einfach mal vorbeizuschlingeln. Der Hoffnung, dass sie mich nicht bemerken. Der hat mich jetzt bemerkt. Die können einem ja eigentlich auch folgen. Oh Gott. Okay. Hier war ja noch der Zombie. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts Krasses mehr passiert. Oh, dieser Sch. Ich habe ewig kein Resi mehr gespielt. Das würde ich ein bisschen furchteinflößend gerade. Warte, mussten wir nicht irgendwas anderes noch tun? Nee, bupp. Ach, und jetzt müssten wir hier, stimmt, die Schaltkreise verbinden. Zack. Nee, so ist schon mal falsch. Wir müssen auf jeden Fall in die Ecke runter. So. Nee, das geht auch nicht. Deswegen müssen wir hier irgendwo lang. So, und dann hier hoch, hier vorbei, hier runter. Das geht auch nicht, okay. Eigentlich haben wir nur die Möglichkeit. Okay. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Wie soll ich denn? Von hier oben vielleicht, genau. Ach, das sind Schalter, die ich ein- und ausschalten kann. Okay. Ach, das kann man auch drehen. Okay. Also wird das so rum sein. Da muss ich hier umleiten. Moment. Kann man das irgendwie. Von hier unten kommt ja auch noch mal Energie.
Ach, die müssen wir zusammenleiten. Wir brauchen beide Quellen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Müssen uns das mal kurz logisch überlegen. Das geht hier lang. Das geht nur da lang. Hier runter. Führt hier zusammen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich überfragt bin. Macht denn das hier für einen Unterschied? Weil es scheint irgendwie trotzdem durchgeschalten zu sein. Obwohl wir das hier gedrückt haben. Das verstehe ich nicht ganz. Es geht schon mal nur so rum. Das ist ja auch Quatsch hier. So rum. Das kann man nicht umleiten. Das kann man nur dahin leiten. Das führt auf jeden Fall hier beides zusammen. So. Es geht sozusagen eigentlich nur so rum. Ah, okay. Ah, das hatte ich übersehen. Okay. Gut. Kurz vorsichtig sein. Was ist denn das? Ein Funkgerät? Ach nee. Das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Transkribiertes Interview. Okay, hier haben wir es nochmal in Textform. Hinter was sind die her? In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe, von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert, die haben mir wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Alles klar. Der Sinn des Tyrants ist natürlich klar, alles zu eliminieren, was irgendwie quatschen könnte. So, und jetzt können wir eigentlich mit der... Alles klar. Das war ja klar, dass das passiert. Oh Mann, okay. Alter, sind das viele. Das sind verdammt viele. Was zur Hölle? Fuck. Verdammt. Gott verdammt. Okay, jetzt sind wir erstmal durch. Ich nehme gleich meine Energie. Hier scheint auch nichts mehr rumzul... Ja, natürlich! Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Shit, 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 shit. Okay. Einfach raus hier. Wo bin ich denn? Oh, ups. Ich bin falsch gelaufen. Nein, ich bin falsch gelaufen. Oh, okay. Das ist jetzt ganz großer Mist. Die Tür ist zu, habe ich recht? Ich krieg jetzt leider die Krise, ne?
Okay, das ging ganz gut. Ja, come on. Das ist so unfair, ne? Und noch einer. Und alle hier. Ach, ist das alles super. Oh, oh. Shit, was mache ich denn? Oh, ich muss ja hier lang. So, okay. Alter. Schwein gehabt. Natürlich hilft Ada mir. Wer sonst? Ada. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ah. Schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich's gehört habe. Erst nichts wie raus. Okay, das ging ja gerade noch mal so gut. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Sollten wir das vielleicht? Das heißt, wir müssen ja in der nächsten Szene eigentlich ins Waisenhaus, so wie mit Claire. Mal sehen, ob ich damit recht behalte. Wir kamen ja logischerweise nach Claire in das Waisenhaus. Haben sie ja nicht mehr gefunden, glaube ich. Oder wie war's? Als wir mit Claire in dem Waisenhaus waren, war Leon da schon drin oder ist er danach rein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Und der Gunshop Kendo, ne? Ist das nicht der Gunshop? Was für sind die mit zwei? Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ne? Kam das am Anfang des Spiels vor? Ich habe schon wieder alles vergessen. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Mhm. Das wäre ein Chaos. Natürlich die perfekten Klamotten an für so ein Wetter. Oh, okay. Der lange Lauf für unsere Schrotflinte, das ist natürlich sehr nice. Jetzt wird sie natürlich noch ein bisschen mehr reinhauen. So. Aber wie konnte man denn eigentlich die Taschenlampe öffnen, anmachen? Irgendwie ging das doch. Oder? Gab es überhaupt eine Taschenlampe? Klar gab es eine Taschenlampe, oder? Gott, Freunde. Das passiert, wenn man seit mehreren Wochen kein Video mehr aufgenommen hat. Tastenbelegung. Also ich bilde mir stark ein, wir hatten hier immer eine Taschenlampe in dem Spiel. Scheint wohl nicht so. Okay. Hier liegt auf jeden Fall noch Zeug rum. Das war's. Nicht bewegen. Ich werde ihm nichts tun. Ich sagte,
Nicht bewegen! Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Komm hier. Oh, okay. Shit, das geht doch schief. Die verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie! Lassen Sie uns allein, bitte. Das muss natürlich schwer sein. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Oh. Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Hätte ich nicht gedacht, dass der Vater seine Tochter umbringt, oder hat er dann doch noch realistisch gedacht und nicht zu lange gewartet. Oder ist das ein Element, so ein Story? Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Was ich sagen wollte, das wird bisher, es ist mir richtig hart aufgefallen, dieses Stilelement der, ein Freund oder ein Familienmitglied verwandelt sich langsam, bringt man sie um oder nicht, das gibt's in jeder Zombie-Apokalypse, in jedem Film, in jeder Serie, gibt's einen Abschnitt, wo das vorkommt, nur noch in Resident Evil 2. Aber ist nicht schlimm, ist ja wirklich eine Sache. Deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Alles gut, dass man jetzt noch von Ada so die Background-Story erfährt. Die erfährt man im Originalspiel, glaube ich, nicht. Zumindest nicht so direkt. Die Szene hier finde ich gerade ganz cool, muss ich sagen. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, das... Danke. Das Waisenhaus wird sozusagen komplett übersprungen, oder was? Das ist ein Map-Abschnitt, den haben wir mit Claire nicht gehabt. Echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon. Die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Wurden natürlich alle geschmiert von Umbrella, ganz klar. Scheiße!
will ich doch hoffen. Was zum Teufel? Gott weiß, was hier unten ist. Also mit Leon kommt das Krokodil doch vor. Mega geil. Das ist ja mega geil. Gut, hier haben wir noch einen Safe Room. Freunde, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich würde diese kurze Folge, damit wir wieder mal ein bisschen in Produktion kommen. Ich werde gleich noch eine aufnehmen. Wir sind jetzt in der Kanalisation mit Leon. Und hier kommt das Krokodil vor. Das finde ich schon mal mega, mega geil. Da freue ich mich in der nächsten Folge drauf, dagegen zu kämpfen. Mal gucken, ob sie es so machen wie im Originalspiel. Im Originalgame hatte man ja diese Fässer, die man hochjagen musste. Mal sehen, wie sie das hier gelöst haben. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, Freunde, für mich ist das gerade wieder so ein bisschen wie ein kleiner Neuanfang. Wenn man so lange nicht aufgenommen hat, muss man erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das so ein bisschen, dass länger keine Folgen kamen. Aber jetzt geht's wieder los und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Folge Nummer 30. Resident Evil 2 war relativ kurz. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn wir dann hier in der Kanalisation gegen dieses Riesenkrokodil antreten müssen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass diese Viecher, gegen die wir mit Claire antreten mussten, dass die nicht nochmal vorkommen. Die fand ich dann doch schon ein bisschen nervig. Das Krokodil ist cool. Da freue ich mich drauf. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in Folge Nummer 31 mit Resident Evil 2. Habt noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.